Also ich bin der Norman Hauner, 20 Jahre alt und komme aus Köln und das ist meine erste Saison in Rosenheim. Der Franz Stehr hat mich in der Saison letztes Jahr kontaktiert und hat gefragt, ob das vielleicht Sinn macht, wenn ich nach Rosenheim komme. Und ich habe mir das länger überlegt und bin zu dem Entschluss gekommen, dass das Beste für mich ist. Puh, das weiß ich gar nicht mehr. Ich bin mit 3 Jahren habe ich meinen ersten Schlittschuh bekommen. Es war eine Sonderanfertigung, weil meine Schuhe so klein waren. Und ja, dann stand ich da am Eis in Köln und bin damit so durchgerutscht bis jetzt. Ich denke, das war mein erstes DEL-Tor. Das war mein erstes Saisonspiel auch gegen Düsseldorf in meinem ersten Wechsel vor 15.000 Zuschauern. Das 1-0, das war schon so ziemlich das Beste, was ich erlebt habe. Ich denke, dass ich gutes Speed habe und einen guten Drang zum Tor, guten Torriecher und ja, meine Schwächen vielleicht, dass ich hinten die Scheibe aus dem eigenen Tüll noch ein bisschen besser rausbringen könnte und ja, das war's eigentlich. Meine persönlichen Ziele sind auf jeden Fall, dass ich eine gute Saison habe und dass ich der Mannschaft, dass ich mir da eine gute Rolle erarbeiten kann und der Mannschaft da helfen kann und dass wir vielleicht Meister werden.